Neues Jahr, neues Glück. Also im Moment, die Schlagzeilen in den Zeitungen sind wirklich klasse. Wir haben einen neuen Agrarminister, Herrn Cem Özdemir, der sagt, er möchte keine Ramschpreise mehr. Er möchte, dass die Wertschätzung der Lebensmittel steigt, und zwar, dass die Deutschen ihre Lebensmittel genauso wertschätzen wie ihr Auto. Nun möchte ich Sie, Herrn Özdemir, und die Umweltministerin Lemke vom Umweltministerium gerne zu uns einladen, um uns dieses vielleicht bei uns auf dem Hof zu erklären. Denn wenn man so sieht, was in den vergangenen Jahren so passiert ist, seit der Wiedervereinigung, haben sich zum Beispiel die Mietpreise ja so gut wie verdoppelt. Die Energiepreise haben sich so gut wie verdoppelt. Das Einzige, was nicht gestiegen ist, sind entsprechend die Milchpreise. Und wenn wir nur die Inflation dazu rechnen, seit der Wiedervereinigung, Mann, was hätten wir dann für einen Top-Milchpreis, mit dem wir sicher auskömmlich zurechtkommen würden. Wir haben aber in der Zeit, seit der Wiedervereinigung, vieles geleistet. Viel mehr Nachhaltigkeit, haben viel für den Umweltschutz getan und auch für den Klimaschutz. Nun sollen wir vielleicht noch mehr machen oder etwas anders machen oder etwas umstellen, um all diese Missverständnisse oder vielleicht diese Unwegsamkeiten aufzuklären, möchte ich Sie bitten, zu uns auf den Hof zu kommen, um uns hier gerade in der Grünlandregion, wo die Zusammenarbeit bzw. der Dialog zwischen Umwelt- und Naturschutz und intensiver Landwirtschaft schon über Generationen funktioniert. Denn wir stehen bereit für den Dialog. Wir stehen sogar für den Dialog, denn gerade hier im Grünland, Gürtel oben an der Küste sind schon immer sehr innovative Projekte in Sachen Umweltschutz und Naturschutz initiiert worden. Also, ich würde mich freuen, wenn Sie vorbeikommen würden und wir mit Ihnen dann diskutieren könnten, ja, wie die Zukunft aussehen kann, damit wir auch hier auf dem Grünland in Zukunft noch erfolgreich Milchwirtschaft betreiben können und nicht unsere Betriebe schließen müssen. Das war's dann mal wieder. Euer Amos aus Ostfriesland mit der Einladung für unseren neuen Agrarminister und unsere neuen Umweltministerin, um uns zu erklären, wie sie die Zukunft gestalten wollen. Bis dann. Tschüss.